Herzlich willkommen zur Schulung Zitieren mit einem Klick. Ich heiße Timo Gute, ich arbeite in der HNU-Bibliothek und ich zeige Ihnen heute, wie Sie das Programm Citavi am effizientesten nutzen können. Wenn Sie jetzt noch nicht wirklich wissen, was Citavi ist, zeige ich es Ihnen einfach mal direkt, damit Sie wissen, warum Sie dieses Programm vielleicht sich runterladen sollten. Die HNU hat es für Sie lizenziert, Sie können es frei haben. Mit dem Reiter Citavi hier in Word, da kann ich an jeder Stelle in meinem Word-Dokument, dieses Word-Dokument hat gerade noch keine Zitation, kein gar nichts, kann ich an jeder Stelle von meinem Word-Dokument zitieren. Und zwar ziemlich mit einem Klick. Gucken wir mal runter. Wir haben hier jetzt eine komplett durchformatierte Fußnote gemäß dem Zitierstil Turabian, der ist hier oben links ausgewählt. Und wir haben ein komplett durchformatiertes Literaturverzeichnis, auch nach Turabian. Und wenn mir das jetzt nicht gefällt, weil ich sage, dass die Fußnote viel zu voll ist oder so, dann kann ich sagen, nö, ich nehme einen anderen Zitierstil, zum Beispiel den HNU Basic Fußnoten. So, und dann sieht das Ganze gleich anders aus. Das heißt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Zitierstil zu wechseln. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diesen Eintrag hier nochmal anzupassen. Wenn Sie merken, der heißt gar nicht Bliemel oder das ist gar nicht aus dem Jahr 2014, dann gehen Sie in Citavi im Hintergrund, da ist dieser Datensatz, und dann ändern Sie den hier, machen wir dem mal ein paar E's rein, so, verlassen, dann ist er gespeichert, und zurück in Word, wir sehen, der hat direkt hier auch die vielen E's, der hat hier die vielen E's, das heißt, alles was hier drin steckt, das ist eigentlich intelligenter Text, der bezieht sich immer auf Ihr Citavi-Projekt im Hintergrund, und so wie der Datensatz hier drin aussieht, so wird er dann nach Word ausgespuckt, und Sie brauchen sich keine Gedanken machen, um die genaue Formatierung, das ist ja meistens das, was beim Zitieren schwer ist. Also, wie sind jetzt hier die Autoren angesetzt? Vorname abgekürzt oder nicht? Ist hier am Ende ein Punkt dran? Ist irgendwas hier drin kursiv? In welcher Reihenfolge kommt das? Das sind die Sachen, die der Zitierstil selbst entscheidet. Das heißt, Sie brauchen eigentlich nur noch in Citavi einen guten, schönen, sauberen Datensatz. Das geht immer auf die gleiche Art und Weise, egal welcher Zitierstil. Und dann können Sie wunderbar damit arbeiten. Jetzt noch, wenn Sie mit Citavi arbeiten wollen, dann schauen Sie auf der HNU-Internetseite bei der Bibliothek. Ich rufe das gerade mal auf. Also Sie schauen nach der HNU-Bibliothek. So, da sind wir. Und auf dieser Seite haben Sie links Zitieren. Dann haben Sie hier Citavi und hier drin steht drin, was Citavi nochmal kann, für welche Betriebssysteme es ist. Es ist im Moment immer noch Windows-exklusiv, also mit einem Mac nehmen Sie bitte EndNote, das wäre das Pendant dafür. Dann steht hier dran, wie installiere ich Citavi. Hier steht dran, wie es für Windows geht. Sie holen sich diese Basisversion und upgraden dann auf die Vollversion. Mit einem Mac müssen Sie im Prinzip sich eine Windows-Blase installieren auf Ihren Mac. Das wollen jetzt nicht wirklich viele Leute. Wenn Sie wirklich mögen, können Sie das machen. Ansonsten nehmen Sie gerne EndNote. Diese Basisversion ist frei. Die kann jeder nutzen. Die Basisversion hat aber maximal 100 Datensätze pro Projekt. Und Sie können keine Cloud-Projekte machen. Wenn Sie jetzt die Vollversion wollen, und die hat die HNU wirklich extra für Sie bezahlt, also die können Sie gerne haben, wir zahlen so oder so das Geld, dann laden Sie sich diese Basisversion runter, upgraden danach auf die Vollversion und Sie haben dann mehr als 100 Treffer in jedem Projekt möglich und Sie haben Cloud-Projekte und Sie tauchen in unserer Statistik auf. Das wäre auch ganz nett. Okay, also so laden Sie sich das Programm runter. Jetzt schließe ich es mal, damit Sie sehen, wie das aussieht, wenn wir dieses Programm überhaupt starten. Ich schließe auch hier dieses Word-Dokument. So, und dann starten wir mal Citavi auf dem Desktop. Wie sieht das aus? Also beim ersten Start fragt Citavi Sie, ob Sie einen Citavi-Account haben. Wenn Sie den noch nicht haben, wenn Sie noch die Free-Version haben, dann können Sie sich jetzt hier unten kostenlos registrieren. Da brauchen Sie Ihre HNU-E-Mail-Adresse dafür und dann bekommen Sie einen Account. Also das Passwort können Sie selbst vergeben. Der Account ist Ihre HNU-E-Mail-Adresse. Hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Hm.
Punkte? Ja, okay, gut. Und dann haben Sie die Wahl, immer angemeldet zu bleiben, was man jetzt machen könnte, oder sich beim Beenden von Citavi abzumelden wieder. Das mache ich jetzt hier, weil das ist nicht mein Laptop. Wenn Sie jetzt keinen Account machen möchten, dann hätten Sie dieses Anmeldefenster auch wegklicken können. Dann landen Sie trotzdem hier bei dieser Maske jetzt. Sie wären dann eben ein unbekannter Benutzer und hätten nur lokale Projekte, nicht Ihre Cloud-Projekte. Wir sehen das hier links, da sind die lokalen Projekte an diesem Ordnersymbol erkennbar und das sind die Cloud-Projekte an diesem Wolkensymbol, an dem Cloud-Symbol erkennbar. Cloud-Projekte kann ich an jedem Rechner, der Citavi hat, mir dann wieder halt runterladen, einfach nur indem ich mich anmelde, dann werden die mir angeboten. Lokale Projekte liegen halt nur lokal. Auf C, auf wo auch immer Sie die hinlegen, da kann man nachher noch gucken, wo das liegt. Aber bitte tun Sie nicht dieses lokale Projekt jetzt künstlich in ein Cloud-Projekt umwandeln. Damit meine ich, tun Sie bitte nicht dieses Projekt, das irgendwo bei Ihnen auf C Dokumente liegt, in Dropbox verschieben oder in einen Ordner legen, der sich mit einem anderen Cloud-Dienst synchronisiert. Wenn Sie Cloud gehen wollen, dann machen Sie ein Cloud-Projekt. Dann gehen Sie her und sagen neues Projekt und Sie wählen hier das Cloud-Projekt aus anstelle vom lokalen Projekt. Oder wenn Sie das Projekt öffnen, was ich jetzt mal mache, und das eben schon ein lokales Projekt wäre, und Sie möchten nachträglich in die Cloud gehen, also Sie möchten Ihr Projekt konvertieren, dann geht das schon auch. Gucken wir uns das mal an. Das wäre hier bei Datei in die Cloud kopieren. Da könnten Sie das machen. Nicht das Dokument, das lokale, das Projekt in die Cloud legen, künstlich, also in einen anderen Cloud-Dienst. Die Cloud speichert immer gleich wie Citavi. Wenn die genau gleichzeitig speichern, frisst sich das und über Zeit wird Ihr Projekt korrumpiert. Deswegen bitte nicht. Okay. Machen wir das Ganze hier mal groß und dann erkläre ich ein bisschen, was wir sehen. Wir haben hier drei verschiedene Spalten. In der ersten Spalte haben wir die Literatur, die schon drin ist. Sind im Moment fünf Sachen. Die werde ich Ihnen nach und nach zeigen. Jedes Mal, wenn ich auf einen draufklicke, dann bekomme ich in der mittleren Spalte schon die Anzeige, was eben dieser Datensatz beinhaltet. Und so schön wie das Cover hier manchmal ist, würde ich Sie trotzdem bitten, direkt auf Titel umzuschalten. Weil bei Titel sehen Sie die bearbeitbaren Felder. Sie können jetzt hier drin sehen, was ausgefüllt ist und Sie können das hier auch direkt ändern. Und es bleibt Ihnen dann auch erhalten. Gibt meiner Meinung nach Sinn, weil dann gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran, welche Felder befüllt sein müssen und welche nicht. Das ist nämlich der große Kniff bei Citavi. Was muss ich eigentlich ausfüllen und was kann ich mir sparen? Sie sehen bei diesem Zeitschriftenaufsatz hier, dass da eigentlich nur recht wenige Felder befüllt sind und die anderen leer geblieben sind, weil ich Ihnen heute zeigen werde, was Sie eigentlich überhaupt anlegen müssen, was Sie da reinschreiben müssen und was nicht. Okay. Dann haben wir noch eine rechte Spalte und die ist entweder die Schnellhilfe, die ist bei mir hier gerade aktiv, oder die Vorschau. Wenn Sie jetzt die Vorschau aktiv machen, dann sehen Sie ein PDF, das Sie zum Beispiel an diesen Datensatz rangehängt haben. Sie können hier unten bei lokale Datei ein PDF dranhängen und dann sehen Sie hier rechts immer Ihr PDF, also Ihren Volltext von der eingescannten Fernleihe oder von dem runtergeladenen E-Book-Kapitel, wie Sie mögen. Aber für Anfänger ist die Schnellhilfe klasse, weil sie Ihnen situationsbedingt Tipps gibt. Wenn ich im Feld Autor bin, dann kriege ich jetzt hier Tipps, wie der Autor anzusetzen ist. Bei Titel zum Titel und so weiter. Das Ganze braucht Internetverbindung, also wenn Sie jetzt offline sind, dann sehen Sie hier nichts. Aber ansonsten, das Ding ist wirklich klasse, gerade für Anfänger. Was gibt's noch? Wir haben jetzt hier oben bei Zitation die Zitierstile, da kommen wir nachher dazu. Dann haben wir unter Extras und Optionen noch ein paar Einstellungen. Und da können Sie jetzt hier schauen unter Speicherorte, wo liegt denn mein Citavi? Ja, bei mir liegt es jetzt hier auf H, Citavi 6. Bei Ihnen ist, meistens liegt es auf C, Dokumente, Citavi 6. Wenn es da jetzt nicht liegt, ist auch in Ordnung. Sie können das hier auch ändern, aber bitte nicht auf einen Cloud gespeicherten Ordner, wie gesagt. Die einzige Sache, die wir einstellen können oder sollten sogar, ist hier bei Recherche. Bei Recherche steht es normalerweise Folgendes da. So sieht es bei Ihnen aus. Sie haben als ersten Treffer hier diesen GBV und dann noch österreichischer und schweizerischer. Das sind die Quellen, in denen Citavi nach einer ISBN sucht, wenn Sie Citavi eine ISBN geben. Das ist der Vorteil, den die meisten Studierenden kennen, dass man hier oben links, da sieht man es schon, die ISBN eingeben kann und dann kriegt man das Buch automatisch nach Citavi.
Das klappt gut, aber dafür hinterlegt man am besten noch ein, zwei weitere Quellen, damit da die ISBN auch gesucht werden kann. Und das machen Sie, indem Sie auf Datenbankkatalog hinzufügen draufklicken, so wie ich. Dann suchen Sie erst nach dem BVB. Das wäre der Bibliotheksverbund Bayern, den alle Bibliotheken in Bayern benutzen für ihre Bibliothekskataloge. Sie nehmen diesen Treffer hier, den allgemeinen, nicht den für die Uni Bamberg, sagen hinzufügen. So, im Hintergrund ist er jetzt schon da. Dann können Sie direkt noch den nächsten suchen, der heißt SWB. Da kriegen Sie im Moment nur einen Treffer. Wenn das so heißt, dann ist es der richtige. Hinzufügen und schließen. Und jetzt haben Sie hier zwei neue Sachen. Die sind aber noch ganz unten. Das ist nicht gut, weil dann werden Sie als letztes durchsucht. Klicken Sie hier auf diese Pfeiltasten nach oben, um die nach oben zu schieben. So, jetzt haben wir drei gute Quellen. Und wenn Sie jetzt eine ISBN eingeben, wird die erst im GBV gesucht. Wenn der zu langsam antwortet oder das Buch nicht hat, dann wird im BVB gesucht. Und wenn der es auch nicht hat, dann im SWB. Und die Chance, dass Sie jetzt Ihre ISBN finden, ist wirklich weit über 90%. Gut, dann okay. Mehr müssen wir nicht einstellen. Das wäre eine projektübergreifende Einstellung übrigens. Aber ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie mit Citavi arbeiten, nur ein Projekt zu machen. Also auch wenn diese Einstellung beim nächsten Projekt jetzt noch da wäre, empfehle ich Ihnen, dass Sie dieses Projekt hier nutzen, dieses eine, um darin alle Seminararbeiten, Ihre Bachelorarbeit, Ihre sonstigen Arbeiten zu schreiben. Weil dieses Projekt unendlich groß werden kann und Sie immer noch trotzdem schnell arbeiten können und vor allem, weil Sie meistens die immer gleiche Literatur wieder brauchen. Es gibt ein paar Bibeln in jedem Fach und wenn Sie die einmal drin haben, dann haben Sie die drin. Wenn Sie jetzt jedes Mal ein neues Projekt anfangen, dann haben Sie jedes Mal wieder die Arbeit. Deswegen, ich bin ein Fan von einem großen Projekt. Gut, also, jetzt, Sie wollen ja im Endeffekt möglichst wenig Arbeit haben mit Ihrer Zitation. Sie wollen in Word in Ruhe arbeiten und nicht groß über ein Zitierprogramm nachdenken. Und damit das funktioniert, würde ich Ihnen jetzt die vier Datensätze zeigen, die man überhaupt benutzen braucht in Citavi. Ich erkläre das kurz. Wenn Sie hier auf dieses grüne Plus draufklicken, können Sie von Hand einen Datensatz eintragen. Standardmäßig sieht es so bei Ihnen aus. Und diese große Liste hier, die erschreckt die meisten Leute erstmal. Die denken, oh mein Gott, ich muss so viel lernen, so viel können. Wie geht ein Ton- oder Filmdokument? Wie geht ein Tagungsband? Wie geht ein Spielfilm? Ich bin jetzt hier, um Ihnen zu sagen, die meisten Sachen hier drin brauchen Sie gar nicht. Sie brauchen nur die drei, die jetzt hier links schon sind. Zwei Arten von Büchern und der Zeitschriftenaufsatz. Und dann brauchen Sie noch das Internetdokument. Das ziehen Sie jetzt rüber per Drag and Drop, also Sie packen das und ziehen es rüber und dann haben Sie hier Ihre vier Favoriten. Die anderen Sachen, die sind schön und gut, die sieht Citavi vor, aber die sieht nicht unbedingt der jeweilige Zitierstil vor, den Sie nehmen. Sprich, Sie arbeiten nach dem Leitfaden von einer Fakultät und in dem Leitfaden steht halt drinne, so sieht dein Buch aus, so sieht dein Zeitschriftenaufsatz aus, so sieht dein Internetdokument aus. Und das war's. Also da steht nicht drin, was Software nachher wäre. Und das bedeutet, wenn Sie hier in Citavi eine Software anlegen oder eine Patentschrift, jedes Mal, wenn der Zitierstil, den Sie wählen, das nicht kennt, dann nimmt der eh unklare Dokumententyp. Und der sieht nie wirklich schlecht, aber auch nie wirklich gut aus. Deswegen zeige ich Ihnen heute, wie Sie mit diesen vier Sachen durchkommen. Und dafür gibt es ein schönes Blatt hier. Da können Sie das auch nochmal nachschauen. Das ist in der Beschreibung vom Video verlinkt. Und da drin steht eben nochmal die vier Dokumenttypen, was man da nehmen soll. Dann, wann nimmt man was? Und dann kommen auf den nächsten vier Seiten nur noch die Beschreibungen von jedem Werk. Zum Beispiel hier Buch, Monographie. Was muss ich da ausfüllen? Diese Felder. Wie fülle ich die aus? Steht hier nochmal. Und dann rechts noch ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Und wenn Sie das drauf haben, dann können Sie mit Citavi wunderbar arbeiten. Beziehungsweise dieses Ding können Sie immer zum Nachschlagen benutzen. Ich lege jetzt hier nichts von Hand neu an. Ich zeige Ihnen nachher noch, welche Möglichkeiten wir haben. Wir müssen hier nichts von Hand eingeben unbedingt. Wir können es auch immer importieren über diese ISBN. Wir können aber auch in Datenbanken selber suchen und wir können dann die Treffer, die wir da haben, exportieren. Direkt aus der Datenbank. Das ist eigentlich die schönste Methode. Aber das zeige ich Ihnen nachher. Ich zeige Ihnen jetzt die vier Datensätze. Danach gucken wir uns an, wie wir die reinkriegen. Und dann, wenn wir einen Zitierstil wählen, gehen wir in Word rüber. In Word zu arbeiten ist aber total leicht in Citavi. Den Großteil verbringen wir jetzt hier bei diesen Datensätzen. Und ich würde jetzt gern anfangen bei dem normalen Buch. Und normales Buch heißt
Buch Monographie. Also nochmal, wie kommen wir zu diesem Datensatz? Wir könnten jetzt hier auf dieses Plus klicken und könnten Buch Monographie auswählen. Dann bekommen wir einen neuen leeren Datensatz. So, das wäre ein leerer Datensatz. Und da kann man jetzt alles eintragen. Möchte ich jetzt nicht. Ich möchte diesen befüllten mal erklären. Wir sehen hier drin, beziehungsweise ich zeige Ihnen, bessere Idee, ich zeige Ihnen den Datensatz, das Buch mal selber. Hier habe ich in Google Books dieses Buch mal aufgerufen, da wäre das Cover, aber nach dem geht man nie beim Zitieren. Man geht nach der Titelseite, der Haupttitelseite und nach der Rückseite der Haupttitelseite. Und wir sehen jetzt hier drin, das ist ein Buch von einem Herrn Gauss und einem Herrn Muche. Es heißt Medizinische Statistik, angewandte Biometrie für Ärzte und Gesundheitsberufe. Es ist die zweite Auflage. Und auf der Rückseite sehen wir hier unten dran, es ist von 2017, es ist vom Verlag Schattauer und es kommt aus Stuttgart. Okay, wie machen wir das? Gucken wir uns das mal an. Wie ist es hier ausgefüllt? Und nochmal, das hier kann man von Hand jetzt machen. Oder man kann es per ISBN importieren oder aus einer Datenbank exportieren. Nur muss man dann gucken, ob es auch wirklich am Ende so aussieht. Weil das, was hier nachher steht, das wird ausgespuckt, gnadenlos. Wenn Sie hier drin einen Fehler haben, also der Gauss hat viel zu viele A's, oder was häufiger vorkommt, Sie haben hier nur einen Autor von zwei, also es wurde eben beim Import einer vergessen, so, dann sind Sie schuld, wenn das nachher nicht von Ihnen nachgetragen wird. Sie sind verantwortlich für die Validität Ihrer Daten. Und jetzt gucken wir die mal an. Also, bei Autor stehen die beiden Menschen drin, und zwar mit einem Strichpunkt getrennt. Das sagt uns auch die Schnellhilfe hier drüben, mit einem Semikolon trennen. Warum? Dann kann Citavi zählen, wie viele das sind. Jetzt weiß es, okay, hier kommt einer, Strichpunkt, dann kommt hier noch einer. Jetzt weiß es, das sind zwei. Und der Zitierstil kann jetzt die Vorgabe erfüllt bekommen, die er meistens hat, nämlich sowas wie in der Fußnote nenne maximal drei, ansonsten, wenn es mehr werden, kürze ab nach dem ersten und schreibe UA oder et al. Macht Citavi alles automatisch, aber nur, wenn Sie die Menschen mit einem Strichpunkt und dann einem Leerzeichen hier abtrennen. Dann zum einzelnen Mensch, wie ist der angesetzt? Immer in der Form Nachname, Leerzeichen, Vorname. Wenn Sie das einhalten, dann haben Sie nie ein Problem mit Menschen, die mehr als einen Nachnamen haben oder mehr als einen Vornamen. Zum Beispiel könnte der jetzt ja aus einem spanischsprachigen Land kommen und dann heißt der, hat der einen Nachnamen vom Vater und einen von der Mutter, dann heißt der vielleicht Gauss González. Kein Problem. Alles vor dem Komma ist der Nachname und alles nach dem Komma ist der Vorname. Und er heißt jetzt nicht nur Wilhelm, sondern Wilhelm Luis. Kein Problem. Citavi weiß jetzt jederzeit durch dieses Komma, aha, alles das hier vor dem Komma ist ein unveränderlicher Teil, den darf ich nicht anfassen. Und alles vor dem Komma ist ein veränderlicher Teil. Der kann je nach Zitierstil wegfallen. Sagen wir, Sie arbeiten mit Klammern im Text nach Harvard und der Zitierstil sagt, in der Klammer steht nur der Nachname. Das macht Citavi jetzt. Das schreibt er nur noch rein, Gauss González. Und im Literaturverzeichnis sollen aber die Vornamen angezeigt werden oder die Vornamen abgekürzt. Macht Citavi. Schreibt den jetzt Wilhelm Luis rein oder WL, je nachdem. Aber Sie brauchen dieses Komma. Wenn Sie den Mensch nur eintragen in der Form, also in der natürlichsprachlichen Form, das wäre Wilhelm Gauss. Jetzt weiß Citavi nicht, was hier was sein soll. Und spuckt es genauso aus. In ihrer Fußnote steht dann Wilhelm Gauss, im Literaturverzeichnis steht Wilhelm Gauss. Und eins von beiden ist meistens falsch, weil die Zitierstile eine kürzere Zitation im Text meistens wollen. Also Nachname, Leerzeichen, Vorname. Diese Vorschlagsliste hier speist sich aus dem aktuellen Projekt. Jeden, den ich schon mal angelegt habe, der wird mir hier vorgeschlagen, damit ich den nicht einmal mit seinem zweiten Vornamen und einmal ohne zweiten Vornamen anlege, einfach damit der gleich aussieht. Und jetzt noch eins, was hier nicht der Fall wäre, aber was ich immer wieder mal sehe. Zu weit nach links. Das hier wäre falsch. Jetzt nicht, weil der kein Professor Doktor ist, sondern weil man allgemein akademische Titel niemals nennt beim Zitieren. Niemals. Auch wenn Ihr Dozent sehr stolz ist auf seinen Professor Doktor, Sie müssen es weglassen, damit hier nur noch der Name steht. Müssen Sie. Okay, also, dieses Feld Autor bei Buchmonographie, das ist
eigentlich das Personenfeld an sich. Damit meine ich, Sie können jetzt nicht nur Autor bei Buch, Monografie angeben, Sie können einen Autor bei jedem anderen Ding angeben, Sie können auch die Herausgeber, Sie können alle Personen jetzt. Okay, jetzt wird's leichter. Der Titel, den tragen Sie ein, okay, muss man glaube wenig zu sagen. Beim Untertitel empfehle ich Ihnen, dass Sie am Anfang hier einen Großbuchstaben schreiben, weil Sie noch nicht wissen, was zwischen Titel und Untertitel für ein Trendzeichen kommt. Vielleicht haben Sie einen Zitierstil, da steht ein Punkt zwischen den beiden. Dann ist es ein großes A, das richtig wäre. Vielleicht haben Sie einen Zitierstil, wo ein Doppelpunkt steht. Dann wäre eigentlich beides in Ordnung, großes A oder kleines A. Vielleicht ist es ein Strich. Aber je nachdem, was es ist, ein großes A sieht eigentlich nie schlecht aus. Ein kleines A bei einem Punkt zwischen den beiden, nicht so. Dann haben wir das Feld Jahr. Da tragen Sie das Jahr ein, wenn Sie es haben. Ansonsten machen Sie ohne Jahr, O.J. Aber bei einem Buch ist das jetzt nie der Fall. Der Verlagsort wäre Stuttgart. Wenn Sie hier mehrere Orte haben, dann tragen Sie nur den ersten ein. Weil der erste Ort die Hauptstelle von dem Verlag wäre, alles andere sind dann Zweigstellen. Also wenn die jetzt noch in Toronto was aufmachen, dann sind die da stolz drauf und dann schreiben die das gerne in das Buch rein. Stuttgart, Toronto, aber die sitzen in Stuttgart. Verlag, da habe ich jetzt hier Schattauer geschrieben. Vielleicht steht auf dem Buch mal auch drauf Schattauer Verlag oder Schattauer Verl. Das ist im Wesentlichen egal, was Sie hier wählen, aber Sie müssen es dann durchziehen. Also ich bin ein Fan von der Kurzschreibweise hier, dieses nur der Eigenname, Schattauer, Campus, Springer. Wenn Sie das anfangen, müssen Sie es aber durchziehen. Sie können nicht schreiben Schattauer und beim nächsten Buch schreiben Sie Springer Verlag. Das geht nicht. Und jetzt haben wir hier noch die Auflage. Das wäre hier eine nackte 2. Der Zitierstil ergänzt automatisch alles, was jetzt hier folgt, wenn Sie nur Zahlen eintragen. Der ergänzt jetzt bei dem deutschen Stil den Punkt und das Auflage. Dann steht nachher in Ihrem Word-Dokument zweite Auflage. Oder im englischen Stil macht er dieses ND, das Hochgestellte, und dann hinten dran Edition, also Second Edition. Solange Sie nur eine Zahl schreiben, wird es automatisch umgewandelt. Sobald Sie hier auch nur einen Buchstaben reinschreiben, neu bearbeitete, dann kann Citavi das nicht mehr interpretieren und sagt, okay, gut, ich mache hier jetzt nichts, das ist nicht mehr nur eine Zahl, bin mir unsicher, ob ich hier was machen darf, weil es könnte ja auch so sein, dass hier Sonderauflage oder so steht. Citavi ergänzt jetzt nichts mehr. Das heißt aber für Sie, die 2, alles wird erledigt. Sobald Sie schreiben, zweite überarbeitete, müssen Sie auch das Auflage ergänzen, weil Citavi nichts mehr hinten dran ergänzt nachher. Das merken Sie aber auch in Word. Müssen Sie jetzt dieses überarbeitete schreiben? Wenn Ihr Dozent darauf besteht, dann ja. Ansonsten, es gibt nie den Fall, dass es von einem Buch eine zweite Auflage und eine zweite überarbeitete gibt und es wären verschiedene. Deswegen, die 2 ist auch eindeutig. Gut. Also, das wäre ein Buch. Was ist mit den anderen Feldern? Was ist mit der ISBN? Was ist mit der Online-Adresse, wenn es ein E-Book wäre? Brauchen Sie alles nicht. Diese Felder, die hier stehen, sind die, die bei den Zitierstilen gefragt werden. Alles, was Sie jetzt hier zusätzlich ausfüllen, egal ob ISBN oder Bandnummer der Reihe oder Reihentitel, wird in den allermeisten Zitierstilen gar nicht gefragt. Und das heißt dann, es taucht in Word niemals auf. Sie können sowas auch immer testen. Ich speichere jetzt diesen Datensatz mal ab, indem ich ihn verlasse. So speichert mein Citavi. Das heißt, wenn Sie gerade nur einen Datensatz haben, dann haben Sie das unglückliche Problem, dass Sie noch nicht den absperren können, bevor Sie den nächsten anlegen. Wenn Sie hier auf Literaturliste oben klicken und dann sagen Literaturliste drucken im aktuellen Zitationsstil, dann sehen Sie, wie Ihr Literaturverzeichnis aussehen würde, wenn Sie alles in Ihrem Citavi-Projekt zitieren. Und da können Sie ein bisschen rumprobieren, ob eben das Feld, das Sie hier noch gern befüllen möchten, gezogen wird. Aber ich sage, in der Mehrzahl der Fälle passiert hier gar nichts. Das heißt, Bandnummer der Reihe, Sie schreiben hier was rein, es taucht eh nicht auf nachher. Nicht immer, aber fast immer. Und dann ist es ein Feld, das eben egal wäre. So, schauen wir nochmal hier in dieses Sheet rein, das ich Ihnen empfohlen habe. Da steht das alles nochmal drin, also Buchmonografie. Diese Felder, wie füllt man die ein, steht hier genauso drin. Dann, wir haben hier ein Buch, eine Monografie. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem anderen Buch, diesem Buch, einem Buch Sammelwerk. Was ist das? Ein Sammelwerk und
eine Monographie sind zwei komplett verschiedene Arten von Werken. Deswegen habe ich Ihnen die in verschiedenen, also habe ich beide empfohlen, beide brauchen Sie. Und der Unterschied wäre jetzt, das können wir auch wieder schön sehen, ich habe hier ein Sammelwerk. Der Unterschied wäre, wenn Sie das aufschlagen, dann haben Sie meistens Herausgeber oder Herausgeberinnen. Das ist schon ein ganz guter Indikator, aber es geht darum, wenn Sie dieses Buch hernehmen und dann im Inhaltsverzeichnis oder beim einzelnen Kapitel spätestens da reingucken und dann sehen, dass es eigentlich von Einzelpersonen geschrieben worden ist. Wir haben hier einen Aufsatz von Hayes, dann haben wir einen Aufsatz hier von Flower und von Hayes, noch einen drüber von Ruhmann und von Kruse. Wenn das der Fall ist, wenn Sie ein klar unterscheidbares Werk haben mit einzelnen Aufsätzen, dann haben Sie ein Sammelwerk. Und der Unterschied wäre jetzt eben, dass Sie bei diesem Sammelwerk immer den einzelnen Aufsatz zitieren müssen. Sie dürfen hier niemals in Ihrer Fußnote oder in der Klammer im Text das Gesamtwerk zitieren. Also niemals steht in Ihrer Fußnote Dreifürst oder Sennewald. Da steht immer nur, machen wir nochmal größer hier, da steht immer nur Flower und Hayes. Und im Literaturverzeichnis steht dann Flower und Hayes mit ihrem Aufsatz in diesem und jenem Werk. Und das kriegen Sie in Citavi sehr schön hin, indem Sie eigentlich fast das gleiche haben wie beim Buch. Switchen wir mal hin und her zwischen den beiden. Sie sehen hier, dass da eigentlich fast die gleichen Felder befüllt sind. Wir haben hier beim Sammelwerk nur Herausgeber. Also wie würde man jetzt ein Sammelwerk erschaffen? Mit ISBN importieren, ganz normal, oder eben auch von Hand hier, neuen Titel per Hand und dann ein Sammelwerk wählen. Dann hat man genau diese Vorlage und hat hier das Feld Herausgeber statt das Feld Autor bei einer Monographie. Da tragen Sie die Herausgeber, die Herausgeberinnen ein, genauso wie vorher die Autoren. Sie haben wieder einen Titel, Sie haben wieder einen Untertitel von dem Buch. Das Buch hat auch wieder ein Jahr, einen Verlagsort und einen Verlag, alles genau gleich. Bis jetzt verhält sich es wie ein Buch. Nur haben Sie jetzt da noch diesen Knopf Beitrag hinzufügen, den Sie bei einer Monographie nicht hatten. Da ist nichts. Bei einem Sammelwerk haben Sie diesen Knopf. Und jetzt ist es Ihre Pflicht, dass Sie da diesen Beitrag dranhängen. Sie klicken da drauf, dann geht ein neuer leerer Beitrag auf und Sie tragen hier jetzt noch Autor, Titel, Untertitel vom Aufsatz und die Seiten ein. Ich habe hier schon einen vorbereitet, deswegen lösche ich den hier wieder. Und ich habe hier diesen Flower und Hayes. Schauen wir nochmal kurz zum Sammelwerk selbst. Da können wir Beiträge hinzufügen und da hängt auch schon einer dran. Das ist der Flower und Hayes. Also wir gehen dahin. So kann ich rüber switchen. Und wir sehen hier, ich habe die Autoren eingetragen in der bekannten Form. Titel, Untertitel und dann noch die Seiten. Mehr brauche ich nicht. So, jetzt springe ich wieder zurück zum übergeordneten Titel. Hier. Ich könnte jetzt noch einen dranhängen und noch einen und noch einen. Wenn ich 5 Aufsätze brauche, mache ich eben 5 Aufsätze an diesen Datensatz dran. Dann steht hier nachher 5 Beiträge. Und in Word kann ich jeden der 5 Beiträge einzeln anwählen. So, noch eins hier. Diese Seiten, die hier gemeint sind, das sind die Seiten, wo der Aufsatz anfängt bis wo er endet. Also Startseite und Endseite. Nicht die Seiten, die Sie zitieren. Sie geben in Word immer in dem Moment, wo Sie was einfügen, an, welche Seite Sie meinen. Das sehen wir nachher noch. Hier steht dran, wo der Aufsatz im Buch zu finden ist. Das ist eine Ortsangabe. Gut, jetzt haben wir die beiden Bücher. Was brauchen wir noch? Schauen wir in dieses Dokument rein. Also empfohlene Dokumenttypen, Buchmonographie und Beitrag im Sammelwerk. Dann Zeitschriftenaufsatz und Internetdokument. Okay, Zeitschriftenaufsatz. Der wäre hier. Zeitschriftenaufsatz. Sieht man wieder hier oben. Dann haben wir wieder einen Autor von diesem Aufsatz. Der geht, wie bisher auch schon gesagt. Wir haben hier einen Titel. Und wir haben dann nur noch 5 Felder hier aneinander, das eben sagt, wo dieser Aufsatz zu finden ist. Das heißt, hier steht der Name der Zeitschrift. Die bitte immer ausschreiben, also jetzt nicht so eine kryptische Abkürzung nehmen. Dann kommt Jahrgang, Jahr, Heft und Seiten. Seiten ist klar, denke ich. Heft ist auch klar, Jahr ist klar, nur Jahrgang, das wissen Sie nicht unbedingt. Und ein Jahrgang heißt, wie alt die Zeitschrift ist. Jahrgang 4 heißt, es ist das 4. Jahr, dass es diese Zeitschrift gibt.
Also, der erste Jahrgang wäre 2011 gewesen. Da sah das dann damals so aus. Und dann im nächsten Jahr war es Jahrgang 2, 2012, Jahrgang 3, 2013 und so weiter, bis wir jetzt bei Jahrgang 4 im Jahr 2014 sind. Nicht alle Zeitschriften geben sowas an. Nicht alle machen damit. Wenn da mal eine schöne große Zahl steht, dann ist es eben ein gewisses Renommee, das dahinter hängt. Also Jahrgang 85 ist ein Statement. Aber es gibt nicht immer einen Jahrgang. Manche Zeitschriften machen das nicht. Und wenn Sie bei einer Zeitschrift keinen Jahrgang finden, dann ist es okay, dann gibt es da keinen. Dann haben Sie nur diese drei Felder. Aber wenn es den gibt, dann müssen Sie den angeben. Gut, das sind hier alles nur Nummernfelder, also zum, wie man es eingibt, da gibt es eigentlich, glaube ich, keine Fragen. Wo es jetzt aber Fragen gibt, wäre beim letzten Dokument, dem Internetdokument. Da haben die Leute generell am ehesten Angst davor, dass sie es falsch machen. Und wir schauen uns jetzt mal aber eins an, damit sie sehen, das ist eigentlich sehr einfach. Hier wäre jetzt ein Internetdokument. Da wäre ein. Gucken wir uns erstmal an, welche Felder befüllt sind und dann, wie sie befüllt sind. Wir haben Autor, Titel, Jahr. Wir haben die Online-Adresse, also die URL. Und wir haben unser Prüfdatum. Gehen wir von unten durch. Okay, Prüfdatum, das ist das Datum, an dem ich nachgeguckt habe, ob es dieses Ding noch gibt, ob es noch unter der URL liegt. Da kann man faul sein, kann sagen, Rechtsklick, aktuelles Datum einfügen und dann kommt das heutige Datum. Das ändert sich nicht, also das bleibt auch jetzt am 30. wird hier noch 29. stehen. Das ist nicht dynamisch, das ist einmal eingetragen. Dann die URL, die kopieren Sie raus, bitte komplett, also jetzt nicht irgendwie vorne was wegmachen, das Protokoll oder hinten das .pdf oder .xlsx, wenn es eine Excel-Datei wäre. Lassen Sie es genauso, wie es hier steht. Oder wie Sie es online finden. Dann ja, wenn Sie online sind, haben Sie öfter mal kein Ja. Das ist in Ordnung. Dann schreiben Sie hier rein O.J. Ob hier ein Leerzeichen steht oder nicht, das ist ein bisschen Geschmackssache, da kann Ihr Dozent vielleicht was sagen. Aber ansonsten sind Sie hier frei. Dann Titel und auch Untertitel. Die sind ganz normal, da gibt es nichts Besonderes. Außer sagen wir, wir haben ein Internetdokument, wo es wirklich gar keinen Titel gibt. Also eine Facebook-Seite hat ja per se jetzt keine Überschrift. Da können Sie selber eine vergeben. Dann machen Sie hier von der Daimler AG Facebook-Seite oder Facebook-Präsenz oder Facebook-Auftritt. Das ist Ihnen überlassen, dann machen Sie es halt gleich, wenn Sie verschiedene Facebook-Seiten hier anlegen. Und jetzt hier Autor, da steht hier drin Daimler AG. Daimler AG. Sie würden jetzt vielleicht sagen, okay, warum steht das jetzt bei Autor? Das gehört doch eigentlich viel eher rein bei der Institution. Oder es gehört viel eher rein bei dem Herausgeber vielleicht noch. Es ist ja kein Mensch, es ist ja kein Autor. Und das ist jetzt der eine große Stolperstein, den Sie bei Internetdokumenten haben. Zitierstile wollen Autoren. Generell, die meisten. Und nur wenn der Autor nicht befüllt ist, also nochmal, der Autor ist derjenige, der nachher in Ihrer Fußnote steht, der taucht auf. Oder der am Anfang von Ihrem Literaturverzeichnis dann steht, der macht den Antrag, der macht den Eintrag, der beginnt den. Und Daimler AG bei Autor erzeugt, dass in Ihrer Fußnote steht Daimler AG. Und jetzt gibt es manchmal den Fall, dass man mehrere Leute angeben möchte. Sie sagen, das Werk wäre von der Daimler AG, aber es gibt noch einen Pressesprecher bei dieser Über-uns-Seite und der hieße jetzt, ich erfinde einfach irgendwas, das wäre der Ruhe Herbert. Also, der Herr Ruhe, der hat die Internetseite verantwortet, der ist Webredakteur irgendwie und Sie wollen den jetzt als Autor angeben, weil Sie denken, je mehr, desto besser. Das, was Sie hier machen, bringt Ihnen nichts. Jetzt taucht in Ihrer Fußnote und in Ihrem Literaturverzeichnis der Ruhl auf und Daimler taucht nirgends auf. Warum? Weil Sie nur eins von diesen drei Feldern befüllen dürfen. Ich erkläre das. Wenn bei Autor was drinsteht, Daimler AG, dann ist Ihr Zitierstil zufrieden. Hat nichts mit Citavi zu tun, ist der Zitierstil. Wenn im Autor nichts steht, dann sagt sich Ihr Zitierstil gut, bei keinem Autor, dann nenne ich den Herausgeber. So. Und wenn Autor und Herausgeber leer sind, dann sagt sich der Zitierstil in aller Regel gut, dann nenne ich eben die Institution. Eins von den drei Feldern. Und die Priorität hat Autor.
Alles, was hier eingetragen ist, reicht dem Zitierstil, mehr braucht der Zitierstil nicht. Alles, was Sie jetzt hier noch eintragen bei Herausgeber oder Institution, taucht nicht auf in Ihrem Word-Dokument, zumindest meistens. Sie können es ausprobieren, ich habe Ihnen gesagt, wie, hier oben bei Literaturliste, davor immer den Datensatz kurz verlassen, damit er speichert. Aber wenn es bei Ihnen ganz normal ist, dann haben Sie hier oben nur ein Feld und Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob es die Institution ist oder der Autor. Und wenn Sie keinen klar identifizierbaren Autor haben, also wenn Sie jetzt anfangen ins Impressum zu gehen, da steht irgendwo der Vorstand von der Firma und dann wollen Sie den nehmen, weil Sie wollen unbedingt einen Mensch nehmen. Nee, diese Über-uns-Seite, wenn da kein Autor dran steht, ist es Daimler AG selber. Und ein Monatsbericht von der Bundesagentur für Arbeit, da schreiben Sie oben rein Bundesagentur für Arbeit. Nicht irgendwo einen kleinen Hansel, der da irgendwo im Impressum von diesem einen Monatsbericht steht. Weil Bundesagentur für Arbeit in der Fußnote sagt den Leuten, die ihre Arbeit lesen, nachher auch was. Wenn da irgendwie steht, Ruhl, weniger. Da kann Ihr Dozent aber auch sagen, er möchte immer Autoren. Also wenn Sie sich da unsicher sind, können Sie da nochmal nachfragen. Gut, das wären aber jetzt schon die fünf Arten von, ja, die vier Arten. Das Sammelwerk besteht aus zwei verschiedenen Teilen, dem Buch und dem Beitrag selber. Also es sind eigentlich die vier Arten von Sachen, die Sie brauchen. Und ich erkläre Ihnen jetzt nochmal kurz, wie Sie die benutzen, um auch alles andere anzulegen. Weil wie machen Sie es jetzt bei einem Hörspiel, bei einer geografischen Karte? Naja, Sie folgen hier diesem Ablauf, wann Sie welchen Dokumenttyp nehmen. Und ich erkläre das, was hier steht, jetzt kurz hier oben, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Wir haben zuerst die Überlegung, wenn wir was anlegen, okay, gibt's dieses Ding nur im Internet? Wenn ja, dann Internetdokument, weil Internetdokument beinhaltet eine URL. Aber nur, wenn es dieses Ding nur im Internet gibt. Ein E-Book legen Sie an als Buchmonographie oder als Buchsammelwerk. Das braucht keine URL. Im Wissenschaftsbetrieb entspricht Seite 60 in einem E-Book auch Seite 60 im gedruckten Buch. Sie dürfen dieses Ding als gedrucktes Buch anlegen. Genauso ein Zeitschriftenaufsatz, den Sie online finden, aus einer Fachzeitschrift, ist ein Zeitschriftenaufsatz, kein Internetdokument. Aber jetzt hier, wenn Sie irgendwie eine PowerPoint finden online oder einen Blog-Eintrag oder diese Über-uns-Seite, Dinge, die nur online sind, dann nehmen Sie Internetdokument. Dann die nächsten beiden, Zeitschriftenaufsatz und Beitrag im Sammelwerk. Da denken Sie, okay, Zeitschriftenaufsatz, habe ich etwas, das in einem wiederkehrenden Werk steckt? Also dieses große Werk, in dem der Aufsatz drinsteckt, kommt es regelmäßig wieder? Zählt es irgendwie die Jahre, die Seiten, die Hefte, vielleicht die Jahrgänge? Dann machen Sie Zeitschriftenaufsatz. Das machen Sie bei einer Fachzeitschrift, bei einer Zeitung, bei einem Kioskmagazin, ist völlig egal. Mein Ding steckt in was Wiederkehrendem drin, Zeitschriftenaufsatz. Beitrag im Sammelwerk, mein Ding steckt in etwas drin, das nicht wiederkehrt. Weil dann können Sie Ihren Beitrag anlegen und Sie können das Gesamtwerk anlegen. Und die Felder, die Ihnen Beitrag im Sammelwerk, also das Buch und der Beitrag geben, die passen da dafür sehr gut. Sie benutzen die gleichen Felder, die wir vorher angeschaut haben. Und Buchmonographie, und das ist der Clou, nehmen Sie für absolut alles andere. Weil Buchmonographie ist jetzt nicht für Sie das Buch, sondern das ist das Ding, das selbstständig irgendwo erschienen ist. Das heißt, Sie können hier damit jetzt ein Hörspiel anlegen. Sie können hier damit jetzt eine geografische Karte anlegen. Weil welche Felder gibt Ihnen Buchmonographie? Schauen wir uns das nochmal an. Autor, Titel, Untertitel, Jahr, Verlagsort, Verlag, Auflage. Und jetzt überlegen wir kurz, wir hätten wirklich ein Hörspiel. Also nehmen wir eine Benjamin Blümchen Kassette. Weil ich Lust drauf habe. Dann sagen Sie, gut, Autor, da trage ich die Institution ein, die das gemacht hat. Also irgendwer hat es ja produziert. Sie tragen nicht Benjamin Blümchen ein. Gut, lassen wir das. Dann haben Sie Titel, das wäre eben dann der Titel von dem Hörspiel, Benjamin Blümchen als Wetterhahn, was auch immer. Vielleicht haben Sie noch einen Untertitel. Jahr, wann ist die Kassette produziert? Ort, wo ist die Kassette produziert? Verlag, vielleicht haben Sie so eine Art Druckerei noch, können Sie da noch angeben, wenn nicht, dann nicht. Auflage, vielleicht haben Sie sowas, meistens eher nicht. Jetzt haben Sie das Ding angelegt und es wird genauso auftauchen, wie Sie es angelegt haben, weil Sie benutzen eins der Dinge, Buchmonographie, die Ihr Zitierstil kennt. Wie gesagt, wenn Sie das Ding in Citavi anders anlegen als
Buch, Hörspiel werden Sie normal bestraft, weil Ihr Zitierstil, den Sie wählen, das gar nicht kennt. Aber mit Buchmonographie kommen Sie da wunderbar durch. Gut, jetzt habe ich viel Zeit damit verbracht, Ihnen zu sagen, wie man die Datensätze, wie die aussehen sollen. Jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie man die reinkriegen würde. Also, erstmal von Hand, habe ich genug, glaube ich, drüber gesagt. Da kann man die auswählen, klickt auf OK, hat einen neuen leeren Datensatz. Machen Sie das am Anfang ein paar Mal, dann haben Sie den Dreh raus und dann wissen Sie, wie die Dinge aussehen sollen. Machen Sie das wirklich bitte, dann haben Sie es in Fleisch und Blut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Standardnummer zu importieren. Hier diese ISBN zum Beispiel, aber auch eine DOI oder die PubMed-ID, also aus der PubMed, der großen medizinischen Bibliothek in den USA. Es gibt verschiedene Standardnummern, die Citavi versteht. Sie tragen hier diese Standardnummer ein. Ich weiß zufällig eine auswendig, glaube ich. So, dann schicken Sie das ab mit Enter. Sie brauchen jetzt Internet, klar, weil jetzt werden diese drei Kataloge, die Sie vorher hinterlegt haben, durchsucht hier drüben. Und dann wird eine Weile recherchiert und sobald das Buch gefunden wurde in einem von den Katalogen, wird es hier unten angezeigt. Sie können es dann noch anhaken und können sagen, jawohl, den möchte ich haben. Und dann ist der drin. Die ISBN, die ich jetzt hier eingegeben habe, habe ich mit diesen Strichen eingegeben. Sie hätten die auch genauso gut weglassen können. Geht beides. So, hier wäre jetzt das Buch. Dreifürst und Sennewald schreiben. Das ist die ISBN von dem Buch, das wir eh schon haben. Wenn ich das jetzt übernehme, so, habe ich dieses Ding drin. Und wir sehen hier jetzt einige Felder mehr als bei dem Beitrag, den ich vorhin schon hatte. Wir haben hier die Reihe und wir haben hier die Nummer. Wir haben die ISBN und wir haben noch Sprache, Seitenpreis und so weiter. Schön und gut, wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach eh nicht in Word auftauchen. Wichtig wäre jetzt aber hier drinne, dass Sie wirklich gucken, die Felder, die nötig sind, also diese Felder, stimmen die oder passt hier irgendwas nicht? Nochmal, wenn Sie jetzt hier diesen Import nicht irgendwann kontrollieren und am Ende ist es falsch, weil Ihnen da die Frau Sennewald fehlt, weil Sie nur einen gezogen haben, einen Herausgeber, eine Herausgeberin, dann sind Sie schuld. Sie gucken dieses Ding hier bitte wirklich immer an. Okay, ich lösche den jetzt, weil ich habe den ja schon. Und zeige Ihnen jetzt noch die letzte Einfügemethode. Also von Hand, klar, geht immer. ISBN, DOI, schön, wenn ich eine ISBN habe oder eine DOI. Eine DOI haben Sie oft bei Fachaufsätzen. Und das Letzte, was man noch machen kann, ist zu exportieren aus einer Datenbank im Internet. Und das würde ich Ihnen jetzt hier mal in Google Scholar zeigen. Ja genau, da kommt schon meine Suchanfrage, die ich vorhin abgeschickt habe. Jawohl. Google Scholar ist die wissenschaftliche Suchmaschine von Google. Die ist frei verfügbar. Und Sie können hier drin nach Zeitschriftenaufsätzen suchen, nach Aufsätzen in Sammelwerken, nach Büchern, nach vielen Dingen. Und wie in vielen Datenbanken ist es jetzt so, dass Sie diese Datensätze haben dürfen. Sie müssen nur gucken, wo das geht. In diesem Fall, diesen Datensatz, kriege ich, indem ich hier auf dieses Zitierzeichen draufklicke. Da kann ich sagen, okay, das sind ein paar Zitiervorschläge, die meine ich jetzt nicht. Hier unten diese Exportformate. Das sind Formate, die meisten davon wird Citavi verstehen. Vielleicht steht sogar Citavi selber dran. Und Citavi und EndNote sind ja Konkurrenzprodukte. Immer wo irgendwo EndNote dran steht, Citavi kann das dann auch lesen. Alles, was wir hier runterladen, ist nur eine Textdatei und die öffnen wir dann mit Citavi. Ich mache das jetzt mal. Also dieses Format wird Citavi wahrscheinlich verstehen können. Ich könnte es jetzt direkt öffnen mit Citavi. Ich könnte es auch erstmal speichern. Mache ich mal erst speichern. So aufs Desktop mal kurz. Okay, dann gucken wir uns den an. Hier ist der. Und da kann ich jetzt sagen, Rechtsklick, öffnen mit. Falls es nicht sowieso schon mit Citavi aufgeht. Wir sehen ja in dem Symbol hier schon, dass es mit Citavi aufgehen würde. Aber sonst öffnen mit. Und Citavi, und da könnte ich jetzt auch sagen, immer Citavi benutzen für diese .env-Datei. So, okay. Jetzt merkt Citavi, da kommt was. Also mit welcher Codierung möchten Sie das importieren? Da muss man nie was einstellen. Weiter, dann nochmal weiter. Und jetzt liest es diese Textdatei aus und findet hier den Bliemel Martin J. Da kann ich sagen, ja, den möchte ich haben und übernehmen. Und jetzt ist der drinne in meinem Projekt. Ich lösche den jetzt wieder, ich hatte den ja schon.
Sie können nicht nur in Google Scholar das machen. Moment, falscher Browser. So, hier. Sie können nicht nur in Google Scholar das machen. Sie können das in fast jeder Datenbank machen. Und bitte gewöhnen Sie sich das an, dass Sie in den Datenbanken, wo Sie viel suchen, nach so einem Exportknopf schauen. Gehen wir mal auf die Bibliotheksseite von der HNU. Also hier oben in der Kopfzeile auf Bibliothek, ansonsten in der Suchmaschine suchen und oben rechts bei Suchinstrumente stehen Bibliothekskatalog, Datenbanken. Diese Datenbanken, die meine ich hier vorrangig, weil die haben die Zeitschriftenartikel, die Sie sonst von Hand angeben müssten. Und in den Wirtschaftswissenschaften Top-Datenbanken, da haben wir zum Beispiel die ABI, die größte englischsprachige Datenbank, die wir haben. Suchen wir hier drin mal nach Risk Management. Übrigens in Anführungszeichen, weil ansonsten suche ich alles, was mit Risk, was irgendwo Risk hat und was irgendwo Management hat und ich kriege viel zu viele Treffer. So, ich kriege immer noch 250.000, aber jetzt sagen wir einfach, wir hätten hier eine gute Trefferliste und wir wollen jetzt irgendwie den und wir wollen den und den. Wie geht es? Naja, ich habe gesagt, was ich will und jetzt muss ich irgendwo nach einer Aktionsleiste suchen. Aktionsleiste wäre in diesem Fall hier das, zitieren, E-Mail, drucken, speichern, das sind meine Aktionen. Da muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren und irgendwann finde ich raus, ja, unter Speichern gibt es den Punkt LIS, funktioniert mit EndNote, Citavi und so weiter. Okay, anklicken, fortfahren in diesem Fall, muss man bei jeder Datenbank ausprobieren, wie es aussieht. Aber im Wesentlichen kriegen Sie jetzt immer eine kleine Textdatei, die Sie runterladen können. So, jetzt hier ist es eine LIS-Datei, die mache ich jetzt mal direkt mit Citavi auf. Könnte ich sonst auch wieder abspeichern, aber ist eigentlich unnötig. So, Citavi merkt wieder, dass was passiert, fragt wieder, wie soll es importiert werden, zweimal weiter. So, jetzt liest es das und da sind drei Treffer drin. Das kann ich sagen, den und den und den und vielleicht wollte ich den letzten doch nicht, dann kann ich den weglassen. So, nur die beiden angekreuzten. Ja, bitte. So, die sehe ich jetzt hier. Ich sehe gerade nur noch die, die ich zuletzt importiert habe. Ich sollte die jetzt angucken und ich sollte die jetzt wirklich angucken, weil die könnten auch wieder falsch sein. Alles, was ich nicht von Hand gemacht habe, muss ich trotzdem kontrollieren. Und wir sehen jetzt hier drinne, dass wir zum Beispiel den Titel komplett in Großschrift haben. Das ist blöd, der schreit dann nachher in dem Literaturverzeichnis. Das müssten wir jetzt ändern zum Beispiel. Wir müssten auch gucken, habe ich hier alle Autoren? Habe ich die Autoren mit ausgeschriebenen Vornamen öfter mal tun die US-Amerikaner uns nur die Leute so geben. Und wenn wir einen Zitierstil haben, der mit Vornamen ausgeschrieben im Literaturverzeichnis arbeitet, ist das blöd. So, sobald ich hier diesen Filter aufhebe, sind die mit drin in meinen ganzen Treffern. Ich lösche die jetzt nochmal raus, weil ich möchte eigentlich das Ding hier schön schlank halten. So, okay. Gut. So würden sie einfügen. Also, nochmal. Von Hand oder über eine Nummer oder in der Datenbank selber, wenn irgendwo die Möglichkeit zum Exportieren da ist. Sie sind aber verantwortlich für Ihre Daten. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon 10-mal gesagt. Jetzt hätten Sie irgendwann genügend Daten, damit Sie, oder genügend Datensätze, damit Sie sagen, okay, passt, ich möchte anfangen zu schreiben. Und jetzt bräuchten Sie, bevor Sie anfangen zu schreiben, nur noch das Wissen, welchen Zitierstil Sie brauchen. Und dafür gibt es an der HNU, gehen wir jetzt nochmal auf die Bibliotheksseite, also Bibliothek, dann auf Zitieren und dann auf Zitierstile an der HNU, eine Liste. Da gibt es eine Liste. Da steht drin, welcher Dozent welchen Zitierstil möchte, geordnet nach Fakultät. Da sind nicht alle drin, weil das eine freiwillige Angabe ist. Und wenn da hier was drin steht, dann ist es meistens auch nicht der einzig mögliche Stil, aber also mit den Dozenten kann man normalerweise gut sprechen. Aber wenn hier jetzt was drin steht und Sie sagen, oh ja, das passt für mich, dann können Sie ja das direkt nehmen. Was steht hier drin? Zum Beispiel da empfohlene Zitierstile, der Fußnotenstil mit Kurznachweis gemäß der Zeitschrift BFUP. Und dann, wie geht es in Citavi oder EndNote? Na, in Citavi kann man den auswählen, der heißt da BFUP. Öfter steht hier auch mal dann dran, dass es egal wäre. Hier glaube ich zum Beispiel. Ja, jeder Zitierstil ist möglich. Das heißt jetzt nicht, dass es egal ist, wie Ihre Fußnote oder Ihre Klammer aussehen. Das heißt, dass Sie einen Zitierstil wählen müssen und dann dabei bleiben müssen. Also Ihre erste Fußnote ist egal, aber danach müssen die anderen gleich aussehen.
So, und manchmal steht hier was drin, was es nicht in Citavi nativ gibt. Oh, Entschuldigung. So, zum Beispiel hier, Fußnotenstil gemäß Merkblatt zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wie geht es dann? Dann steht hier dran Citavi. Hier, diesen Stil kann man dann runterladen. Muss manuell hinzugefügt werden. Da ist eine Anleitung, wie das geht. Und dann steht hier noch, wenn noch mehr zu beachten wäre, noch was dabei. In diesem Fall kennt dieser Zitierstil in der Fußnote immer ein Stichwort aus dem Titel. Und da steht hier dabei, dieses Stichwort gibt man im Feld Kurzbeleg in Citavi ein. Auch nochmal eine Anleitung. Bitte folgen Sie diesen Anleitungen, dann klappt es auch gut. Es gibt hier rechts auch nochmal, so jetzt einen Schluck kurz. Entschuldigung, aber das muss sein, wenn ich es schließlich am Stück aufnehme. Es gibt hier rechts nochmal die Zitierstil zum Runterladen. Passen Sie hier nur auf, dass da erst EndNote steht und dann unten Citavi. Und die Stile sind jeweils die gleichen ziemlich. Also gehen Sie zu Citavi hin, um hier den HNO Basic Fußnoten runterzuladen. Schöner, schlanker Fußnotenstil. Oder HNO Basic Harvard. Ein schöner, schlanker Stil im Text mit Klammern gemäß Harvard. Oder eben all die anderen, die es hier noch gibt. Auch da hängt wieder oben dran die Anleitung, wie Sie das machen. Da steht zum Beispiel drin, dass Sie das nicht im Internet Explorer oder in Edge machen können, nur in Chrome oder Firefox. Also bitte folgen Sie der Anleitung. Gut. Also, da würde drin stehen, was Ihr Zitierstil sein soll. Wenn Sie jetzt da Ihren Dozent oder Ihre Dozentin nicht finden, dann müssen Sie von der Lehrkraft nur eine einzige Aussage bekommen. Nämlich, jetzt machen wir mal Word auf. Sie brauchen eine Aussage von Ihrer Lehrkraft und die ist Fußnoten ja oder Fußnoten nein. Warum? Wenn Sie jetzt hier in diesem Dokument anfangen, Fußnoten zu erzeugen, weil Sie einen Fußnotenstil gewählt haben, dann kommen die Fußnoten immer von Word. Citavi sagt bei jedem Mal einfügen, hey Word, mach eine Fußnote. Und die sind dann drin. Also die kriegen Sie dann nicht mehr so leicht raus. Sie müssen dann jeden Ding einzeln anfassen. Sie können aber von jedem Fußnotenstil zum nächsten Fußnotenstil springen. Das heißt, wenn Ihr Dozent, Ihre Dozentin noch nicht genau weiß, was für ein Zitierstil es sein soll, Sie brauchen nur die Aussage Fußnote ja, Fußnote nein. Und innerhalb von diesen beiden Arten können Sie zu jedem Zitierstil nachher noch springen. Ich biete Ihnen jetzt an, wenn Sie von Ihrem Dozent, Ihrer Dozentin einen Zitierstil genannt bekommen, der noch nicht drinne ist, den Sie noch nicht runterladen können, dann kontaktieren Sie mich bitte und dann kann ich Ihnen entweder einen empfehlen, der da sehr nahe rankommt, oder ich kann Ihnen einen programmieren. Das geht nur nicht an einem Tag. Gut. Das heißt, Sie wüssten jetzt, bevor Sie anfangen zu schreiben, ob es Fußnoten sind oder nicht. Ich würde jetzt anfangen mit, was gibt denn mehr Sinn? Ich fange mal an mit Klammern im Text gemäß Harvard und danach mache ich noch Fußnoten. Aber jetzt müssen wir erstmal irgendwie Citavi hier reinbekommen, in dieses Word-Dokument. Sie haben diesen Citavi-Reiter hier oben. Wenn Sie den jetzt nicht sehen würden, ist kein Problem. Es gibt da ein sehr gutes YouTube-Tutorial. Also YouTube, Citavi Add-in Word verschwunden. Hier, Word Add-in verschwundenes, Word Add-in wieder aktivieren von den Citavi machen selber. Geht 7 Minuten und da werden 5 verschiedene Wege beschrieben. Am Ende davon haben Sie auf jeden Fall wieder Ihr Citavi Word Add-in, wenn Sie ein kompatibles Word haben. Nicht kompatibel wäre ein recht altes Word. Sie kriegen das neue Word für 4,99 € an der Hochschule. Das heißt, wenn es ein sehr altes Word ist, wenn Sie das Gefühl haben, es ist zu alt, das stand auch bei der Citavi-Seite von der HNU dran, wie alt es noch sein darf. Aber ansonsten gehen Sie ins Intranet der HNU. So, nicht speichern. Und dann gehen Sie auf Rechenzentrum und dann da drin auf Software. Weil da drin steht, wie Sie als HNU-Studierender Microsoft Office 365 bekommen und zwar für im Moment 4,99 €. Ist eigentlich dauerhaft auch so. Machen Sie das, lohnt sich. Nur installieren Sie bitte Ihr Word nicht als App. Sie können das Ding normal installieren oder als App. Apps können keine Add-ins bekommen.
Wenn Sie das Ding als App installieren, dann kriegen Sie hier kein Add-in rein. Dann müssen Sie Ihr Word nochmal runterhauen, Ihr Office, und regulär installieren. Dann können Sie das Add-in haben. Okay, also, was muss man jetzt machen? Wenn man dieses Add-in hat, dann kann man den Aufgabenbereich hier ein- und ausblenden. Das ist diese linke Spalte hier. Entschuldigung. Wenn Sie dann ein Projekt im Hintergrund schon offen haben, wie ich jetzt, dann können Sie dieses Projekt direkt anklicken, also offene Projekte, das wäre dieses hier. Ja, das möchte ich gerne haben. Und dann ist es verknüpft mit diesem Word-Dokument. Beim nächsten Mal weiß Citavi schon, ja, zu diesem Word-Dokument gehört dieses Projekt. Und wenn Sie sagen, oh, nee, war doch nicht das Richtige, dann können Sie das nachher hier oben bei Projekt nochmal ändern. Okay, hier oben wäre auch gleich der Zitierstil. Der steht standardmäßig auf Citavi-Basisstil. Citavi-Basisstil. Sie können hier andere Stile auswählen, indem Sie auf Zitationsstil hinzufügen draufklicken. Da können Sie nach anderen suchen, zum Beispiel jetzt dieser BFUP. Ja, da wäre der, da könnte man den direkt auswählen. Hier brauchen Sie gerade im Internet dafür. Und die Zitierstile, die Sie von Hand runterladen, von der HNU-Seite, sobald Sie die nach Anleitung abgelegt haben, sind die hier auch direkt auswählbar. Okay. Heißt, wir hätten unseren Zitierstil. Wir fangen jetzt an mit dem HNU Basic Harvard. Harvard-Zitierstil eben. Und wir wollen jetzt hier was einfügen. Wie geht das? Immer genau gleich und bei Fußnoten auch fast genau gleich. Ich zeige danach noch, wie Fußnoten gehen. Aber nochmal, hier unten jetzt im Moment noch nichts drin. Das ist ein blankes Dokument. Nichts drin. Okay, wie fügt man was ein? Indem man, und jetzt zoome ich ein bisschen ran, damit man das besser sieht nachher, indem man den Cursor an die Stelle bewegt, wo nachher die Zitation erscheinen soll. Das ist der erste Schritt. Wie sieht es aus normalerweise? Klammern im Text, also gemäß Harvard, stehen vor dem schließenden Punkt. Das heißt, wenn ich es jetzt mal von Hand schreiben würde, da sollte das irgendwie nachher so aussehen. Und dann kommt da der Punkt am Ende. Also, die Klammern im Text vor dem Punkt. Während eine Fußnote, ein Fußnotenstil, immer nach dem Punkt kommt. Machen wir nachher noch. Aber jedenfalls, da wo der Cursor steht, entsteht meine Zitation. Das heißt, ich bewege den schon vor den Punkt, mache hier schon ein Leerzeichen, weil dann wird die Klammer direkt so erscheinen, dass ich nichts mehr machen muss. Und jetzt füge ich was ein. Mein Cursor blinkt hier und ich wähle jetzt aus, was ich einfügen möchte. Ich nehme jetzt mal den Blime. Jetzt bitte fügen Sie es nicht mit einem Doppelklick ein. Ich mache das jetzt mal. Jetzt ist es zwar drin, aber Sie haben keine Seitenzahlen angegeben. Das ist schlecht. Also beim Zeitschriftenartikel können wir noch sagen, okay, da geht es den Seiten, ja, aber ist auch schon nicht so gut. Bei einem Buch, wenn Sie es einfügen ohne Seitenzahlen, dann ist Ihre Zitation funktional unbrauchbar. Das heißt, so bitte nicht. Wie lösche ich den? Ich gehe auf Nachweise. Da stehen alle Sachen, die ich schon drüben habe in meinem Word-Dokument und sage hier Rechtsklick Löschen. So, ist er wieder weg. Mein Leerzeichen hier wieder hin. Gut. Also, wie geht's dann wirklich? Nehme ich nochmal einen Schluck. Die Spannung steigt. Hier an dieser Stelle will ich den Blimel haben mit Seitenzahlen. Und das geht immer gleich. Ich mache auf den Blimel keinen Doppelklick, sondern ich mache auf den einen Rechtsklick. Und dann mit Optionen einfügen. Rechtsklick mit Optionen einfügen. Merken Sie sich das, das werden Sie immer machen. Weil da haben Sie drei Felder hier jetzt noch. Das erste Feld, Seiten von bis, das ist Ihnen klar. Da geben Sie jetzt ein, Seite 240. Dann drücken Sie Enter oder hier unten auf das OK. Beides geht. Und jetzt kriegen Sie hier Blimel, Seite 240. Dieses S-Punkt kommt automatisch vom Zitierstil. Wenn Sie jetzt hier einen englischen Stil wählen, ich gucke mal, ob ich gerade eben hier einen finde. Ich füge mal hier den Citavi Default Style hinzu. Das wäre der englische Citavi Basisstil. So, nehmen wir mal den. So, sehen Sie, hier ist jetzt ein P. Und wenn ich wieder zum deutschen Stil wechsle, dann ist es ein S. Also geben Sie bitte nicht das P oder das S selber ein. Und geben Sie auch nicht sowas ein wie 240F oder FF. Was meine ich damit? Wenn Sie was einfügen, Rechtsklick mit Option einfügen
Und dann hier eingeben 240 bis 241, Enter. Und der Stil will ein F, dann macht der das selber. F ist in Ordnung, persönlich jetzt, weil F heißt 240 und eine folgende Seite. FF heißt 240 und mehrere folgende Seiten. Das ist eine ungenaue Angabe, deswegen finde ich die nicht glücklich. Da weiß der Leser nicht, wo er aufhören soll zu lesen. Und die meisten Zitierstile machen das nicht. Wenn Ihre Lehrkraft das möchte, dann machen Sie das eben. Aber ansonsten, wenn hier nicht von vornherein ein FF rauskommt, dann aus gutem Grund, FF ist selten eine gute Idee. F ist in Ordnung, aber meiner Meinung nach spart es jetzt auch nicht wirklich was. Man hätte auch einfach 240 bis 241 schreiben können. Okay, also, Sie sehen hier bei Nachweise, da kann ich immer die Sachen, die ich schon drinne habe, löschen oder auch nochmal editieren. Wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich hier habe, kann ich das sagen, Rechtsklick, Nachweis im Dokument anzeigen. Aha, der ist es. In Ordnung. Und dem kann ich hier auch nochmal die Seiten anpassen. Also 240 bis 245. So, jetzt verlasse ich das wieder. Und dann steht es hier dran. Ich kann nicht hier drin schreiben. Das hier ist ein intelligenter Text. Alles, was ich hier schreibe, so, fliegt nach ein paar Sekunden wieder raus. Spätestens bei Aktualisieren. Oder wenn ich das Dokument neu öffne. Deswegen ändern Sie es hier oder löschen Sie das Ding hier und machen Sie es dann neu. Oder wenn Sie es so löschen wollen, weil Sie jetzt nicht immer auf Nachweise gehen wollen, sondern Sie wollen hier bleiben, dann löschen Sie bitte großzügig. Also jetzt nicht hier drin anfangen, irgendwie was wegzulöschen, dann bleibt ein bisschen vom Funktionstext übrig. Nee, sondern wirklich großzügig, damit Sie auch ja alles von diesem Funktionstext erwischt haben. So. Was waren die anderen beiden Felder? Wir haben jetzt gerade eben noch drei Felder gesehen und S1 erklärt. Jetzt nehmen wir mal jemand anderen, nehmen wir mal den Gauss. Rechtsklick mit Option einfügen. Und wir sehen jetzt neben Seiten auch noch Präfix und Suffix. Also geben wir erstmal Seiten an. Wir zitieren Seite 5 von diesem Buch von Gauss und Muche. Und bei Präfix, da kann ich was eintragen, was vor meiner Zitation noch stehen soll, also am Anfang der Klammer. Und bei Suffix kann ich was eintragen, was am Ende meiner Zitation stehen soll, also am Ende der Klammer. Beispiel, ist bei Klammer im Textstil nicht üblich, aber ich mache es jetzt mal. Ist eigentlich eine Sache für Fußnoten. Vergleiche und ein Leerzeichen. So, jetzt steht hier vorne dran was. Und es steht exakt die Buchstabenfolge da, die ich eingegeben habe. Deswegen habe ich hier ein Leerzeichen eingegeben. Sonst klebt mir dieses Vergleiche direkt an dem Gauss. Okay, und was wäre jetzt noch ein Suffix? Machen wir hier mal nochmal den Gauss. Rechtsklick mit Option einfügen. Seite 7. Und ein Suffix könnte sein, Komma, siehe Anhang 5. Enter. Also, damit würde ich andeuten, diese Literatur habe ich auch in meinem Anhang. Da kann der Leser direkt in Anhang 5 jetzt schauen. So, und mehr brauchen Sie eigentlich gar nicht. Sie haben Seiten, Sie haben ein Präfix und Sie haben Suffix. Mehr wollen Sie ja nie machen. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, ist der Fall, wenn Sie eine Stelle mit zwei Sachen belegen wollen. Also nicht nur der Blimel wäre jetzt hier als Quelle, sondern auch noch Flower und Haze. Was machen Sie jetzt? Machen Sie jetzt zwei Klammern hintereinander? Nee, Sie machen eine große Klammer. Das heißt, Sie fügen erst den ersten ein, der ist jetzt hier schon da. Dann klicken Sie in den rein, irgendwo, und dann sagen Sie jetzt auf Flower und Haze, Rechtsklick mit Option einfügen und geben einfach da die Angaben noch. Sagen wir zitieren hier Seite 40. Enter. Und jetzt haben Sie hier diese große Doppelklammer. Da kommt der Blimel und da kommt Flower. In welcher Reihenfolge die erscheinen, also alphabetisch nach Autor oder in der Reihenfolge der Eingabe oder nach neu, also der Neueste zuerst, gut, in dem Fall ist es jetzt egal, aber wie die erscheinen, hängt vom Zitierstil ab. Wenn Sie hier merken, der dreht da automatisch was, dann ist es so, weil der Zitierstil das so haben möchte. Dann lassen Sie das einfach so. Okay, dann alles, was ich jetzt hier oben benutzt habe, landet unten automatisch im Literaturverzeichnis. Und wenn ich oben jetzt etwas lösche und es kommt nicht mehr im Dokument vor, dann fliegt es auch wieder aus dem Literaturverzeichnis raus. Machen wir das mal. Wen haben wir am seltensten genommen?
hier Blemel und Flau, wenn ich das löschen sollte, hier auf Nachweise, ja, Rechtsklick löschen. So, jetzt fliegen die hier raus. Es kommt eigentlich nur noch Gauss und Muche vor. Gucken wir mal unten. Ja, nur noch Gauss und Muche. Jetzt gibt es noch den einen Fall, was wäre eigentlich mit diesem, wenn die Sache hier nicht eindeutig wäre, dann müssen Sie ein A oder ein B ranhängen. Passiert das automatisch? Ja, ich zeige Ihnen kurz, was ich damit meine. Ich kopiere jetzt mal den Gauss und füge Ihnen hier nochmal ein Citavi ein. Also ich erstelle mit Absicht eine Doublette. Und die heißt jetzt hier leicht anders. Also wir hätten jetzt zwei Bücher von den gleichen Leuten aus dem gleichen Jahr. Und das ist problematisch, weil wenn hier oben nur steht Gauss Muche 2017, dann weiß man ja nicht, welches von beiden das jetzt ist. Also solange nur eins zitiert wird hier unten, da passiert nichts. Aber sobald Sie das zweite zitieren, hier wäre das jetzt ja dann, Moment, ich füge es mal wo ein, wo es Sinn gibt, nämlich am Ende vor dem Punkt. Da Rechtsklick mit Option einfügen, ich zitiere Seite 23. Was passiert? Dieses Ding hier kriegt 2017 A und das andere kriegt 2017 B. Und jetzt sind die wieder eindeutig verortet, weil hier, man kann jetzt immer noch zuordnen, was im Text gehört zu was im Literaturverzeichnis. Entschuldigung. Wenn Sie hier drin jetzt gucken und sich fragen, okay, welcher kriegt jetzt das A, welcher kriegt das B? Normalerweise ist es so, derjenige, der im Literaturverzeichnis alphabetisch zuerst kommt. Also nicht der, der im Text zuerst genannt wird, ist hier jetzt ja auch nicht so. Das B kommt hier zuerst, dann kommt erst das A hier unten. Es geht nach Reihenfolge im Literaturverzeichnis. Sie haben hier 2017 A und Sie haben hier 2017 B, weil Autoren sind gleich, Jahr ist gleich, aber der Titel hier, der fängt an mit L, der fängt an mit M. Deswegen kommt der zuerst im Literaturverzeichnis und deswegen kriegt der das A. Macht alles Citavi automatisch, Sie brauchen sich nicht drum kümmern. Okay, jetzt lösche ich mal alles und mache Fußnoten. Und damit nochmal, wenn Sie Fußnoten haben, dann haben Sie halt Fußnoten. Der Wechsel ist da schwierig. Sie könnten bei Citavi hier oben umwandeln, Nachweisposition ändern. Da können Sie Fußnoten in Klammer im Text ändern. Aber ob das so gut funktioniert, fragen Sie besser einfach Ihre Lehrkraft vorher. So, dieser kleine Word-Befehl hier erzeugt mir jetzt einfach wieder meinen Text, mein Lorem Ipsum. Hat nichts mit Citavi zu tun. Ich mache jetzt Fußnoten. Und dafür wähle ich jetzt einen anderen Zitierstil, nämlich HNO Basic Fußnoten. So. Und jetzt alles genau gleich. Nur die Fußnote kommt hinter den Punkt. Aber sonst Rechtsklick mit Option einfügen. Ich vergebe Seiten, 56. Ich vergebe vielleicht ein Präfix, vergleiche. Das haben Sie bei Fußnotenstilen, bei indirekten Zitaten immer. Also bei 99% Ihrer Zitate müssen Sie dieses Vergleiche mit ranschreiben. Dann auf OK. Und dann hier unten Gauss, Muche, Seite 56. Genauso wie der Zitierstil das möchte. Das heißt, der Zitierstil macht hier am Ende einen Punkt. Okay, meinetwegen. Und unten, da hat sich sowieso nichts geändert. Jetzt gibt es bei Fußnoten nur den einen Unterschied noch, dass Sie die Wahl haben, wie Sie den Mehrfachnachweis machen. Sprich, Sie wollen jetzt diesen Satz hier belegen, nicht nur mit dem Gauss, sondern auch noch mit dem Blime. Jetzt haben Sie die Wahl, wollen Sie zwei Fußnoten machen oder wollen Sie das hier unten einfügen? Hier unten einfügen läuft gleich wie vorher bei dem Klammer im Textstil. Das heißt, Sie klicken irgendwo hin, ist egal wo. Dann sagen Sie Blime, Rechtsklick mit Option einfügen, Seite 240. Ja, übrigens, der Aufsatz geht von Seite 237 bis Seite 260. Wenn ich hier was eingebe, was da nicht stimmen kann, Seite 270 zum Beispiel, so weit geht der Aufsatz gar nicht, und dann Enter drücke, warnt Citavi mich, sagt, das kann nicht sein. Ich darf aber trotzdem. Also ja, möchte ich. So, jetzt steht das hier halt trotzdem drin. Okay, also so kann man einen Doppelnachweis machen in der Fußnote. Man kann genauso gut hier oben eine zweite Fußnote machen. Das geht auch. Das heißt, Ihr Cursor steht jetzt halt hinter der 1 und Sie fügen jetzt den Blemel hier oben ganz normal ein. Ihr Cursor blinkt hier, also wird eine Fußnote entstehen. Rechtsklick mit Option einfügen, Seite
240, bewegen wir uns mal wieder innerhalb der Range, dann noch ein Präfix, können noch ein Suffix machen, also siehe Anhang 5 zum Beispiel. Okay, und jetzt haben wir zwei Fußnoten, geht genauso. Das Einzige, was Sie jetzt hier sehen, zoomen wir mal rein, ist, dass Word Ihnen nicht automatisch ein Komma zwischen die Fußnoten setzt. Das ist blöd. Also, dass es die normalen Word-Fußnoten sind, das ist an sich gut, weil jetzt können Sie zwischen die beiden hier oder irgendwo auch jederzeit selber mit Verweise oder Referenzen, je nachdem wie der Reiter bei Ihnen heißt, Verweise, Fußnoten einfügen, können Sie selber was einfügen noch, können Sie selber noch was sagen, hier steht mein Text. Stört gar nicht, sind die ganz normalen Fußnoten, die hier verwendet werden. Aber der Nachteil eben, Word macht Ihnen hier kein Komma rein. Sie müssen selber ein Komma reinmachen. Das sieht jetzt immer noch blöd aus, weil das nicht so weit oben ist. Aber jetzt markieren Sie das. Und dann gehen Sie dahin, wo es auch fett und kursiv und unterstrichen gibt. Und dann gehen Sie hier auf hochgestellt. Klicken das an. So, die sieht jetzt schon gut aus. Die andere markiere ich auch noch. Das andere Komma. So. Und jetzt haben Sie hier schöne Fußnoten. So muss das nachher aussehen. Ansonsten Fußnoten genau gleich wie Klammern im Textstile. Ja gut, man kann es leichter löschen. Wenn man jetzt diese drei hier löscht, oben, dann fliegt zuverlässig die Fußnote raus und Sie können jetzt eine neue machen. Das können Sie noch machen. Sie müssen also nicht auf dieses Nachweise und dann hier unten das irgendwie löschen. Okay, jetzt möchte ich Ihnen am Ende noch eine Sache zeigen. Dafür zitiere ich jetzt nochmal kurz ein paar Sachen, damit ich ein bisschen längeres Literaturverzeichnis kriege. So, jetzt mache ich es nur mit dem Doppelklick, dann geht es ein bisschen schneller. Wäre ja normalerweise nicht die saubere Art, weil jetzt kann ich keine Seitenzahlen angeben. Ja, also das sieht jetzt hier nicht so prickelnd aus. Aber mir geht es jetzt darum, dass ich einfach ein paar Sachen im Literaturverzeichnis habe. Wenn ich am Ende fertig bin mit meinem Dokument, dann wird es meistens so sein, dass ich noch irgendwas an meinem Dokument ändern möchte hier drin. Und da wird Citavi von einem Werkzeug, das mir hilft, zu einem Hindernis, könnte man meinen. Aber Citavi ist schlau. Citavi gibt jetzt mir hier den ehrlichsten und besten Knopf, den es in dem ganzen Word Add-in gibt. Nämlich Citavi umwandeln, Citavi Felder in Text umwandeln. Wofür ist der gut? Sagen wir, Sie sind am Ende Ihrer Arbeit und Ihr Dozent hat gesagt, ja, passt alles soweit, aber hier am Ende bitte keine Punkte von dem Literaturverzeichnis-Eintrag. Oder bitte die Autoren Nachnamen den ersten immer fett. Und Sie wissen jetzt nicht, wie Sie das machen können. Also Sie können sie auf jeden Fall nicht hier drin schreiben, weil alles nach ein paar Sekunden wieder rausfliegt. Spätestens bei Aktualisieren. So. Das heißt, Sie kommen hier nicht dran. Jetzt müssten Sie den Zitierstil editieren. Das ist aber schwierig. Also es geht schon. Hier unter Zitationsstil, Zitationsstile, Zitationsstil bearbeiten, kann man jeden Zitierstil editieren. Aber das ist schwer. Bitte machen Sie das nicht, bevor Sie sich ein Tutorial angeschaut haben. Vielleicht nehme ich mal noch eins auf. Aber das von den Machern ist auch sehr gut. Wenn jetzt hier drinne irgendwas noch nicht passt für Sie, dann tun Sie Folgendes, Sie speichern das Dokument ab, haben Sie meistens eh schon, und dann sagen Sie, umwandeln, Citavi-Felder in Text umwandeln. Jetzt steht hier gleich auch dran, was da passiert. Also ich sage jetzt Desktop und wähle den neuen Speicherort aus, ich nenne dieses Dokument neu. So, und jetzt steht hier oben dran neu. Keine Angst, Ihr altes Dokument ist immer noch da. Rufen wir es mal auf, hier ist das alte, öffne ich jetzt nochmal, es wurde nur geschlossen. Jetzt tue ich es mal nach links schieben und das neue schiebe ich nach rechts. Also mit Windows-Taste linke Pfeil schiebe ich was nach links und mit rechter Pfeil nach rechts. So, jetzt mache ich ein bisschen kleiner, damit man das vergleichen kann. Okay, das ist so halbwegs. Ja, jetzt. Also, wir haben hier drüben Funktionstext von Citavi im Literaturverzeichnis, in den Fußnoten, überall wo es halt vorkommt. Und wir haben hier rechts nichts. Also das gerade eben hier wäre jetzt einfach nur ganz normaler Text. Und Sie können hier machen, was Sie mögen. Sie können jetzt hier alles noch ändern. Sie können hier noch die Punkte wegnehmen, wenn Sie das mögen. Oder wenn Ihre Lehrkraft es eben wollte. Und Sie können jetzt sagen, hier, der soll fett sein. Immer der Erste. Alles, was Sie möchten. Sie können jetzt hier auch sagen, ich splitte mein Literaturverzeichnis.
Das ist manchmal eine Anforderung. Ich persönlich finde die nicht gut. Ich erkläre kurz, was damit gemeint ist. Splitten heißt, Sie haben jetzt nicht mehr ein langes Literaturverzeichnis von A bis Z, sondern Sie trennen nach Büchern, nach Zeitschriftenartikeln, nach Internetdokumenten, nach Primär-Sekundärliteratur. Irgendwie sollen Sie splitten. Das erzeugt für den Leser eigentlich nur eine Last, dass er jetzt in mehreren verschiedenen Verzeichnissen nachschauen muss. Der sieht im Text oben Gauss und jetzt muss er in vier, fünf Verzeichnissen bei G gucken, ob er da drin steckt. Das ist lästig. Und für Sie bedeutet es Arbeit und manchmal ist es gar nicht trennscharf. Also eine Statistik, ob Sie die jetzt bei einer Monographie eintragen oder ist das jetzt ein Internetdokument, weil Sie es online gefunden haben, sind Sie sich sicher, dass es das Ding auch gedruckt gibt? Schwierig. Deswegen, ich bin kein Fan davon, aber wenn Sie es machen müssen, dann können Sie jetzt hier drin alles machen. Können Sie es splitten von Hand. In Citavi gäbe es eine Option, wie man das vorher einstellt, aber dann müssen Sie extra Schaltflächen lernen. Und am Ende müssen Sie es meistens eh konvertieren, Ihr Word-Dokument, deswegen machen Sie es leichter jetzt. Und wofür sich das besonders gut eignet, wenn Sie im Team arbeiten und Sie sind die Einzige, der Einzige, womit Citavi arbeitet, dann können Sie hier drin jetzt sagen, okay, ich habe Citavi rausgeschmissen und jetzt leite ich es an meine Kommilitoninnen weiter. Und die eine, die hat mit EndNote geschrieben, die hat einen ähnlichen Knopf, die macht es auch. Und die andere hat dann noch mit, eigentlich nur von Hand geschrieben, die braucht gar nichts machen und jetzt können wir es ineinander schieben. Ihre einzige Arbeit ist dann, dass Sie drei Verzeichnisse alphabetisch ineinander sortieren müssen und wenn Sie jetzt merken, oh Mist, ich habe einen Bliemel von 2014, du hast einen Bliemel von 2014, aber es sind verschiedene, dann muss eben vorher eine von Ihnen oder einer sagen, okay, ich mache den jetzt zu A, weil meiner fängt mit einem G an, deiner fängt an mit einem K, dann mach du 2014 B überall im Text, also suchen und ersetzen, und dann können Sie es zusammenführen. Passiert aber fast nie. Okay, das heißt, Ihr Dokument haben Sie am Ende verwandelt zu einem, wo kein Citavi mehr drin ist, können Sie halt auch erst am Ende machen, weil wenn Sie jetzt merken, der Bliemel heißt irgendwie anders oder da fehlt ein Autor, müssen Sie es von Hand überall nachtragen oder eben sagen, gut, ich mache es in meinem alten Dokument. Da ändere ich es jetzt nochmal in Citavi, dann wird es hier aktualisiert und dann mache ich nochmal dieses Konvertieren. Aber dieser Text hier ist jetzt halt einfach nicht mehr mit Citavi verknüpft und wird es auch nicht mehr. Also man kann jetzt nicht rückgängig sagen, dieses Ding hier bitte zu Citavi machen. Das ist jetzt einfach nur ein Word-Dokument. Ein stupides Word-Dokument, in dem Sie aber alles machen können, was Sie mögen. Okay. Also, das wäre eigentlich alles, was ich sagen möchte zu Citavi. Was ich jetzt noch am Ende sage, ist nochmal, wo Sie alles finden. Unter der HNU-Seite Bibliothek zitieren Citavi, da stehen normalerweise alle Ressourcen, die Sie brauchen. Unterhalb von diesem Video finden Sie nochmal alle die Sachen, die ich angesprochen habe. Und wenn Sie mich kontaktieren möchten, weil irgendwas nicht klappt, weil irgendwas technisch nicht geht, weil Sie einen neuen Zitierstil brauchen, sind hier meine Kontaktdaten. Okay. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen und falls trotzdem darüber hinaus noch Fragen wären, kontaktieren Sie mich einfach. Falls irgendwas hier drin nicht passt, kontaktieren Sie mich einfach. Kontaktieren Sie mich einfach, wenn irgendwie irgendwas wäre mit Citavi. Vielen Dank fürs Zuhören.